damit sie sich nicht verdummen beim Fernsehen. Schwierig. Am besten Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Wenn Sie ununterbrochen hinschauen, dann machen Sie Ihr Gehirn kaputt. Ich bin der Meinung, man sollte so wenig wie möglich konsumieren und so viel wie möglich einfach im echten eigenen Leben stattfinden. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem zweiten Kanal hier. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, bei euch ist alles gut zu Hause in Germany. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video reagieren von Vera F. Birkenbiel mal wieder. Hirnschäden durch Handy verbinden. Nee, Hirnschäden durch Handy verhindern. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Vera F. Birkenbiel, natürlich beste Frau an der Stelle. Ihr seht im Chat hier oben, ja, hier, da oben im Chat, seht ihr die ganzen Herzen. Hier ist Law of Energy am Start. Holz, ich komme nicht klar, Bruder. Willst du mich verarschen? Hast du gesehen, Digga? Ich mach so. Hier. Im Chat, da ist Liebe am Start. Komm vorbei auf Twitch. Link unten in der Beschreibung. Lasst ein Follow da. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Video rein. Vera F. Birkenbiel, rest in peace an der Stelle. Und damit machen sie ihr Gehirn kaputt. Und ich wollte ihnen noch einen ganz wichtigen Trick fürs Fernsehen verraten, damit sie sich nicht verdummen beim Fernsehen. Schwierig. Schwierig. Am besten Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Und Leute, die zu viel Fernsehen, klagen über Konzentrationsschwierigkeiten, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme und Schlimmeres. Und fangen die dann alle möglichen Pillen zu schlucken. Und deswegen rate ich Ihnen, lernen Sie richtig Fernsehen. Wenn Sie ununterbrochen hinschauen, dann machen Sie Ihr Gehirn kaputt. Warum? Weil unsere Augen müssen sich ständig bewegen. Wenn Sie mal gesehen haben, es gibt Abbildungen, wo man mit einer Augenkamera aufnimmt, was passiert, wenn jemand ein Bild anschaut. Ein Bild, das sich nicht bewegt, anschaut. Da gehen ihre Augen zack, 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 gehen über das Bild. Das kann man hinterher zeigen. Wenn Sie jetzt also irgendwas angucken, zum Beispiel die Welt da draußen, bewegen Sie Ihre Augen andauernd. Außerdem ist unser Auge genetisch darauf programmiert, mal den Horizont ganz da ferne und mal das Kleingedruckte zu lesen. Und jetzt gucken Sie andauernd dieselbe Entfernung. Weil Sie laufen ja nicht rum beim Fernsehen, Sie hocken ja nicht. Couch Potato. Dann liften Sie also die schweren Kartoffelchips. Das ist Workout. So, das heißt also, wenn Sie mal sich ein Fernsehleinwand, das ist ja jetzt dann bald erschwinglich, wo so eine... Also bald, wenn alles, wenn Gott will und alles gut läuft, werde ich mir auch einen Cutter zulegen, weil dieses ganze Zeit vorm Bildschirm sitzen und Videos schneiden ist auch guter Brainfuck. Also ich merke, hier ist es nicht so schlimm wie in Deutschland, weil hier kann ich zwischendurch einfach aufs Rooftop gehen, mich kurz in die Sonne reinlegen, bisschen Stretching machen oder so, kurz mit dem Scooter ein bisschen draußen rumfahren, ein bisschen Vibes tanken, Energie, Sonne, live. Weißt du, was ich meine? So, aber den ganzen Tag vorm Bildschirm zu sitzen und Videos zu schneiden, eins nach dem anderen und hochladen und so, ist auch nicht, glaube ich, das Beste für das Gehirn. Zimmerwand zum Fernseher wird anschaffen, dann ist das okay wieder. Im Kino ist das auch okay. Aber wenn Sie ein Fernsehgerät haben, bis zu den Großen, die als groß gelten, dann passiert was sehr Interessantes. Jetzt gucken Sie auf etwas, was sich anscheinend bewegt. Jetzt wird Ihr Gehirn ausgetrickst. Jetzt finden die Augenbewegungen nicht statt. Dadurch fallen Sie in eine Art Trance. Ich meine es ganz wörtlich. Darum spricht man ja von der Glotze. Der Volksmund weiß das ja schon lange. Und von der Mattscheibe, ne, weil Sie da oben matt werden. So. Jetzt fallen. Du lachst, es facts. Ja, eine Art Trance hinein. Diese Trance ist einer Trance, die wir in der Hypnose erzeugen, nicht unähnlich und könnte rein theoretisch meditativ genutzt werden. Wird rein theoretisch? Es ist eigentlich fast faktisch, dass das genutzt wird, um uns zu programmieren an der Stelle. Deswegen heißt es auch Programm. Zum Beispiel nachts, wenn Sie so Holzscheite brennen oder sowas haben. Das ist sehr, sehr interessant. Können Sie meditativ nutzen. Wenn Sie aber jetzt eine normale Sendung sehen, dann haben Sie ja alle 30 Sekunden spätestens einen Schnitt. Schnitt heißt dramatische Veränderungen in der Licht- oder in der Lautstärke. Das heißt, jetzt fallen Sie wieder aus der Trance raus. Und dann fallen Sie wieder rein, und dann fallen Sie wieder raus. Und dann fallen Sie wieder rein, so wie rennen die Kartoffeln, raus ist die Kartoffeln. Und damit machen Sie Ihr Gehirn kaputt. Und Leute, die zu viel Fernsehen, klagen über Konzentrationsschwierigkeiten, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme und Schlimmeres. Und fangen die dann alle möglichen Pillen zu schlucken.
Und deswegen rate ich Ihnen, lernen Sie richtig Fernsehen. Also Sie dürfen maximal ein Drittel der Zeit hingucken. Machen Sie aus Fernsehen das bessere Radio. Werfen Sie ab und zu Kontrollblicke. Und der Grund, warum Sie das tun sollen, ist noch ein fernerer. Wir haben Experimente gemacht mit einem Bericht aus den Favelas, den Slums in Südamerika, vor den großen Städten. Und das war ein Auslandskorrespondentenbericht. Und da hat man gesehen, wie da Kinderchen waren. Und da hat man gehört, Kommentatorstimme, wie viele dieser Kinder das fünfte Lebensjahr niemals nicht erreichen werden, weil die hygienischen Zustände unmöglich sind. Und diese Zahl hat von Tausenden von Seminarteilnehmern keiner mitgekriegt, so gut wie keiner. Nicht, weil die Leute blöd sind, sondern weil in dem Augenblick ein Bus an der Kamera vorbeifährt. Der Bus wird gegrapst von anderen Teilen des Gehirns, die nämlich viel schneller arbeiten, wie Sie wissen. Und die catchen sich den Bus. Und zur Hölle mit den Worten. Worte sind viel langsamer. Und deswegen kriegen Sie die Worte nicht mit. Das heißt, je mehr Sie der Film interessiert, zum Beispiel Dokumentarbericht, je mehr er Sie interessiert, desto weniger können Sie begreifen, wenn Sie ganz interessiert hingucken. Weil diese ganzen Mechanismen Sie davon ablenken. Krasnigger. Und dann noch dieser... Generell, ich bin mittlerweile überzeugt davon, zu viel sich reinzuziehen, ist nicht gut. Ob es irgendwelche Netflix-Serien sind, irgendwelche Filme, irgendein Entertainment-Scheiß und so, TikTok, Insta-Stories, Reels, was es nicht alles gibt heutzutage, was man sich alles reinziehen kann, um sich abzulenken. So, ich bin der Meinung, das ist alles nicht gut für uns. Wirklich nicht gut für uns, weil wir konzentrieren uns immer weniger auf uns und auf unser eigenes Leben und leben eigentlich die ganze Zeit ein Leben von irgendjemand anderem. Weil wir die ganze Zeit beeinflusst sind von 1000 Leuten, die 1000 verschiedene Leben leben und wo wir nur das sehen, was die uns präsentieren und dann unser eigenes Leben in Frage stellen und solche Sachen. Also ich bin der Meinung, man sollte so wenig wie möglich konsumieren und so viel wie möglich einfach im echten eigenen Leben stattfinden. Aus rein, raus, raus Effekt dazukommt. Deswegen verblöden Sie, wenn Sie viel Fernsehen, wenn Sie so sehen. Wenn Sie aber lernen, nur maximal ein Drittel der Zeit hinzugucken, darum können Sie Zeichenübungen machen beim Fernsehen. Nicht wahr? Früher haben die Damen gehäkelt und gestrickt und ab und zu mal dahin geguckt. Das ist gesund. Sie können im Fernsehen... Gesund mehr oder weniger, würde ich behaupten. So. Wie gesagt, am besten das Ding einfach aufs Fenster schmeißen. Wahre Sachen entnehmen, aber Sie müssen lernen, mehr zuzuhören. Dann machen sich die Bilder selber. Dann können Sie nicht so abgelenkt werden von dem Bus, weil Sie gar nicht mitkriegen, wenn Sie in dem Moment gerade nicht geguckt haben. Und durch die Kontrollblicke wissen Sie ja, wie diese Slums ausschauen. Da müssen Sie nicht 100% der Zeit hingucken. Und vor allem lernen Ihre Kinder, dass man nicht andauernd hinguckt, weil die imitieren ja ihr Verhalten. Und darum haben die Kinder ja so unerhörte Lernprobleme. Der Denix sagt gerade, mache gerade Insta-Detox. Ist echt schwer am Anfang. Ey, man ist halt krass dran gewöhnt, den ganzen Tag sich irgendwas da reinzuballern, so, ne? Aber glaub mir, du wirst auch merken, ich habe das nämlich auch gemacht. Ich habe das mal 2 Monate so durchgezogen und ich habe nie wieder angefangen, richtig zu konsumieren. Weil ich dann nach der Zeit direkt gemerkt habe, wie gut mir das tut, nicht zu konsumieren, weißt du? Es tut mir einfach viel besser, wenn ich nicht den ganzen Tag irgendwelche Stories von anderen, weil das lenkt dich die ganze Zeit, das beeinflusst dich und dein Leben die ganze Zeit, wenn du dir immer wieder was reinziehst von irgendwelchen Leuten so. Weißt du? Das beeinflusst deinen Weg, dein ganzes Leben, bruv. Das haben sie schon mitgekriegt, dass dramatische Probleme sind bei den 6- bis 10-Jährigen, die jetzt in die Schule kommen. Vor allen Dingen auch in eine negative Richtung. Kann natürlich auch positive Effekte haben. Wenn ich mal auf Insta scrolle, wenn ich mal 10, 20 Minuten auf Insta scrolle, das passiert vielleicht einmal die Woche, wenn überhaupt, einmal alle 2 Wochen so, dann gucke ich halt ein inspirierendes Ding nach Bruce Lee, Mike Tyson, diese ganzen Sachen kommen dann bei mir, werden da angezeigt bei Reels so. Und dann bin ich inspiriert und dann bin ich motiviert und dann geht's weiter mit dem Hustle so, weißt du, das ist cool. Das ist gut. Aber wenn du dir die ganze Zeit irgendwelche Stories von irgendwelchen anderen reinziehst, ich weiß ganz genau, dass ganz viele Leute so schlechter drauf sind danach, weil sie sich vergleichen die ganze Zeit. Ah, guck mal, was die haben, guck mal, was der macht, guck mal, wie der redet, guck mal, wie der aussieht, guck mal, den Arsch habe ich nicht, ah, den Bizeps habe ich nicht, die Olle habe ich nicht, diesen Lifestyle habe ich nicht, die Yacht habe ich nicht. Und dann fühlst du dich scheiße, ah, nee, ich bin nicht genug wert und bla bla bla. Und dann gehst du da raus als so, du redest dich dann selbst schlecht, weißt du, was du gar nicht machen müsstest. Weil sie ja zu Hause schon gelernt haben, durch diese Glotzerei sich gar keine Bilder mehr machen können. Das sind dramatische Dinge am Laufen. Also das nebenbei, so dass, wenn sie zum Beispiel zeichnen üben würden
Und dann machen Sie mal eine Augenwoche. Es geht jetzt nicht darum, dass Sie Künstler werden. Sie wollen ja wahrnehmen lernen. Machen Sie mal eine Augenwoche. Jetzt schreibt ein anderer Bruder gerade rein, Insta-Detox hört sich vernünftig an, werde ich safe und umsetzen. Guck mal, was ist das für ein geiler, positiver Impact, den wir jetzt hatten, nur von diesem letzten 2 Minuten Abschnitt, was wir jetzt hier miteinander verbracht haben. So. Ich reagiere auf ein Video, wo es um Thema Fernsehen, Handy und so geht. Einer schreibt im Chat, ich mache gerade Insta-Detox. Ich rede über meinen Insta-Detox, was ich mal gemacht habe. Und wir haben nur einen Bruder. Wenn wir nur einen Bruder dazu motiviert haben, auch jetzt Insta-Detox zu machen, so, dann haben wir was Gutes für die Welt getan. Was ist für eine geile Sache? Weißt du, wie ich meine? Jetzt bin ich glücklich, Bro. Eine Woche lang gucken Sie nur, wie Augen wirklich aussehen und versuchen, Augen zu zeichnen. Ob Sie nach der Woche bessere Augen zeichnen, ist vollkommen wurscht, egal. Sie haben das erste Mal in Ihrem Leben begriffen, wie unterschiedlich Augen sind. Jeder Mensch hat andere Augen, sogar 2 verschiedene oft. Das haben Sie davor noch nie wahrgenommen. Und danach würden Sie nie mehr so ein Augensymbol zeichnen, was immer gleich ausschaut, weil Sie jetzt zum ersten Mal vielleicht, Beispiel, ja, in Ihrem Leben Augen wirklich wahrgenommen haben. Dann machen Sie mal eine Nasenwoche und so weiter. Und solche Zeichenübungen machen Sie dann, wenn Sie gerade nicht hingucken, weil Sie jetzt weiter hören. Und auf die Weise trainieren Sie einerseits Ihre Wahrnehmungsfähigkeit und andererseits kriegen Sie viel mehr mit von dem, was Sie sehen, fallen nicht in die Trance und werden dann bald wieder besser schlafen. Ende der Durchsage. Und beim Fernsehen können Sie dann das machen, was ich Ihnen hier gleich erklären werde, wenn wir das besprochen haben. Also wer meint, er kann nicht zeichnen, der weiß jetzt, er hat das nicht wahrgenommen. Und in dem Maße, in dem Sie wirklich sehen, ist lernen, es zu sehen, können Sie es auch zeichnen. So, Gedächtnis allgemein, Namensgedächtnis. Bei den meisten Leuten Gedächtnis allgemein, egal wo Sie es haben, auf der Linie. Und dann geht's zack, rüber zum Namensgedächtnis. Bei wem von Ihnen ist das so? Bei den meisten, okay. Passen Sie bitte gut auf. Sie haben in den letzten 10 Jahren eine Menge neuer Namen gelernt. Namen wie Handy, Internet, Surfen. Sagen Sie, das sind ja Worte, das sind ja keine Namen. Glauben Sie wirklich, dass da ein Infomanager in Ihrem Gehirn sitzt und sagt, das ist ein Name von einem Prozess, das lerne ich gerne. Das ist ein Name von einer Tätigkeit, das kann ich auch lernen. Das ist der Name einer Person, halt, das kann ich nicht. Ist doch wohl einigermaßen unwahrscheinlich. Also Frau Hilo sagt, fühle mich gerade wie Realschule letzte Reihe mit den Brees. Das ist guter Content, Bruder, weißt du, was ich meine? Wichtig. Mehr Probleme haben mit dem Namengedächtnis als damit, neue Begriffe im Allgemeinen zu lernen, dann machen Sie was falsch. Von der Technik her. Und den Hauptfehler, den Sie machen, ist, Sie nehmen nichts wahr. Dann nuschelt der Mensch mürgertoll, Sie sagen sehr erfreut, gehört haben Sie nichts. Dann sagen Sie morgen, ja, mein Namensgedächtnis. Was Sie nicht wahrgenommen haben, ist keine Frage des Merkens hinterher. Lernen Sie erstmal die Namen wahrzunehmen, dann können Sie eine Eselsbrücke bauen, all die Dinge machen, die in schlauen Büchern stehen. Aber wenn Sie es nicht wahrgenommen haben, haben Sie schon mal beobachtet, wenn man einem Deutschen, und das ist vielleicht bei Ihnen ähnlich, eine Visitenkarte gibt, kaum hat er sie, schon steckt er sie weg. So schnell können Sie gar nicht gucken. Vielleicht hat er so ein Visitenkartenmäppchen, dann tut das andächtig da hineinstecken. Dann klappt er zu und dann ist es auch weg. Geben Sie einem Japaner eine Visitenkarte und der wird sie lesen. Der meint doch echt, die sind zum Lesen da, die Dinger. Der wird sofort versuchen, Ihren Namen auszusprechen. Japanische Namen sind für uns leicht, unsere Namen sind für diese Leute sauschwer. Bei den Japanern bin ich Bidukinbido. Aber er wird sofort versuchen, Bidukinbido. Der nimmt ihn wahr. Also, ich hoffe, dass ich Bewusstsein den Zahn damit einigermaßen ziehen konnte. Ich muss see it out, girl. Das ein bisschen trainieren, aber das ist nicht unser Thema heute. Intelligenz und Kreativität. Da sagen auch viele, egal wo sich ankreuzen, zack, kreativ bin ich nicht. Wissen Sie, wo das herkommt? Das kommt von der Schule. Altes System. Man hat einen Test gemacht. Also, Erstklässler hat man gefragt, ja, bei euch in der Schule, da hängen so viele bunte Bilder und ich male auch gerne sowas. Also, ich bin ein Künstler, dann müsst ihr ja auch, wer von euch ist ein Künstler? Ach, die konnten gar nicht genug winken, alle nicht in der ersten Klasse.
In der zweiten Klasse haben nur noch 50% gewunken und nur noch mit einem Arm. In der dritten haben sie gar nicht mehr gewunken, da haben nur noch 25% so gemacht. Schön die Kreativität abtrainiert, mein lieben Freunde, ja? Wir sollen gefälligst Industrieroboter werden. Also lass mal diese Kreativität, lass mal weg ganz kurz. Wird ja auch kaum gefördert, ne? Muss man ganz klar so sagen. Und ab der vierten haben sie geniert, dass sie noch mit Farben was rumgemacht haben. Das ist das Umfeld, in dem wir aufwachsen. Das ist das Schulsystem. Darum meinen wir sind nicht kreativ. Aber wenn Sie die Idee des Wissensnetzes aufgreifen, das wir ja angedeutet haben. Ich habe das auch gedacht, dass ich nicht kreativ bin. Ich schwör's dir, bis ich dann angefangen habe, meinen eigenen Weg zu gehen und Dinge zu entwickeln, Dinge neu zu erfinden, angefangen habe, Musik zu machen, angefangen habe, irgendwelche Videoformate zu planen, kreativ mich auszuleben, hier, da, rechts, links. Dann merkst du auf einmal, wie du den Kreativität, also diesen Motor wieder anschmeißt, so weißt du? Dann überlegen Sie mal, was heißt Intelligenz, was heißt Kreativität? Intelligenz heißt, dass Sie zu der Frage, mit der Sie gerade schwanger gehen, zu dem Problem, das Sie lösen wollen, dass Sie Fäden haben im Netz. Wenn es keine haben können. Das ist schon hart, wie wir gleichgeschaltet werden auch. Du sitzt in der Schule drin so und jeder muss gleich funktionieren. Jeder kriegt die gleichen Aufgaben, jeder muss die Aufgaben gleich lösen, jeder wird gleich bewertet, Stärken und Schwächen werden nicht gefördert, beziehungsweise es wird gesagt, dass das und das ist stark, das und das ist schwach. Wenn du jetzt jemand bist, der zum Beispiel kreativ ist, der ein bisschen extrovertierter ist, dann bist du schlecht. Dann wird dir beigebracht, das darfst du nicht, halt deine Schnauze, setz dich hin. Du musst ruhig sein, genauso wie der neben dir. Obwohl der sich vielleicht besser konzentrieren kann und er für so eine Sachen ausgelegt ist und der andere Bruder vielleicht eher dann so ein Entertainer ist, ein Sportler ist, ein aktiver Typ ist, der sich so körperlich betätigt oder so. Also es gibt doch verschiedene Arten von Menschen, Schwächen und Stärken. Andere, weißt du, was ich meine, so? Aber das wird ja null rausgeholt. Das wird ja null berücksichtigt auch. Schlimm. Jeder muss gleich. Du musst so und so und so. Wenn sie welche haben, sagt man, aha, das war eine intelligente Reaktion. Oder der Mensch hat eine intelligente Frage gestellt. Aber da muss was im Netz sein. Und kreativ heißt nichts anderes, als verschiedene Fäden miteinander zu verbinden, die wir davor nicht verbunden hatten. Das ist 90% der Kreativität. Das geiles Video, feiere ich. Also Freunde, was haben wir gelernt? Handy weg, meine lieben Freunde. Oh, nicht so viel Fernsehen gucken. Kreativität ausleben, wichtig, ja, sucht euch mal wieder irgendwas Kreatives, mach mal wieder irgendwas, wo, bring dir mal wieder was Neues bei oder so, sei mal künstlerisch aktiv, guck mal, was du vielleicht noch auf dem Kasten hast, was du noch nicht realisiert hast bis heute, da schlummert in uns einiges meistens, weißt du, wo wir eventuell noch Talente haben, was uns erfüllt auch und so, also hört niemals auf, auch das nächste, also hört niemals auf, auch Dinge dazu zu lernen und offen zu sein und euch neue Sachen beizubringen und so, weil, Bro, in Menschen schlummert so viel Potenzial teilweise, das kann man sich gar nicht vorstellen.